So, da bin ich wieder. Ich habe nur einen ganz kleinen Cut gemacht, denn es ist immer scheiße, wenn man raustappt aus OBS, kann es gegebenenfalls passieren, dass die Aufnahme nicht mehr läuft, beziehungsweise dass man nur noch Schwarzbild hat. Deswegen habe ich das gerade schnell gemacht. So, Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Nos leitet meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt und befreie mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde Tempelgate. Auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Oha. Das ist sehr reizend. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich habe absolut keine Ahnung. Bin ich jetzt hier richtig? Gehe ich jetzt hier richtig? Ich habe schon wieder die Hälfte der Batterie verbraucht. Da oben wird's heller. Ich lasse mal gerade ein bisschen die Kamera aus, oder? Aber ich glaube, jetzt wird's heller. Jetzt können wir es eigentlich auslassen, oder? Was zur Hölle? Also spielen wir jetzt hier. Spielen wir jetzt hier The Evil Within oder spielen wir jetzt hier Outlast? Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Weil diesmal sind wir nicht in den Flashback gekommen mit der Schule. Das war ja beim letzten Mal so, dass wir. Oh, wo geht's denn hier hin? Dass wir in die Schule gegangen sind, aber jetzt sind wir irgendwie ganz woanders. Battery. Ach, sehr schön. Wie viel habe ich denn jetzt? There's gotta be a way back to the village. 2, 3, 4, 5 Batterien. 5 Batterien. Geil. 5 Batterien. Okay, hier geht es offensichtlich nicht weiter. Ich gehe mal vorne da, wo die. Ja, die Anomalie, Störung, was auch immer das war, herkam. Sind ja gerade relativ ungestört, das heißt, ich renne mal ein bisschen. Okay, willst du mir damit sagen? Okay, ja, hier kommen wir nicht rüber. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht doch hier irgendwo hoch, aber ich weiß nicht wo. Ich versuch's mal hier vielleicht. Kommen wir hier hoch? Ja, komm hier hoch. Stimmt, das konnte man in Outlast 1 auch schon. Hier so an der Wand lang. Fall bloß nicht runter, Typ. Lieber Blake, möchtest du bitte? Danke. Schauen. Also ich will dir mal eins sagen, ne? Wir können zwar nicht kämpfen, aber wir sind. Oh Gott. Wir sind schon nicht gerade der Schlechteste, wenn es darum geht, irgendwo hochzuklettern. Also das muss ich ihm lassen. Das ist wirklich sehr gut. Ich muss wirklich, tut mir leid, ich muss Batterie sparen. Oh, hier ist aber schön hell. Was ist das denn? Okay. Sind wir jetzt hier etwa in Dark Souls gelandet? Es sieht fast so aus. Church. No. Some kind of heretic temple. Ketzertempel. Und da vorne liegt wieder eine Batterie. Wir kriegen erstaunlich viel Batterien gerade. Ich finde das nicht so gut, ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Es ist schon ein bisschen. Weil oft ist das Spiel dann nämlich zu nett und danach dann wieder richtig Arschloch. Entschuldigung. Aber das ist wirklich so. Kommen wir da rüber? Ich glaube, ich muss da sogar rüber. Da war schon wieder dieses komische Geräusch. Haben wir nicht noch irgendwas zu lesen hier? Das schreit doch gerade dazu danach, irgendwas zu lesen mitzunehmen. Das sieht aber nicht so aus. Ach, guck mal, hier ist schon wieder ein Kollege. Ich
dem der Kopf? Ach nee. Vor allem würde mich mal interessieren, bringen die sich hier gegenseitig um? Ist das... Ah! Alter, ist das Noste, die alle umbringt? Oder ist das Nina Hagen, die hier alle umbringt? Ich habe keine Ahnung. Nina Hagen nenne ich Martha, weil wegen der rauchigen Stimme. Es wird gespeichert, das ist schon mal sehr gut. Oh Gottes Willen. Oh Mann. Die hocken wohl schon ein bisschen länger hier, die Kollegen. Boah, überall, vor allem, die scheinen alle, ich weiß gar nicht, ob die hier verwesen oder was, oder... Die sehen irgendwie... Also vom Verwesungsgrad alle irgendwie gleich, ich weiß auch nicht. Oh. Das heißt, die müssen, naja, relativ frisch oder ich weiß gar nicht, was damit los ist. Was? Hä, das ist doch... Ist das nicht... Das ist doch Jessica, oder nicht? Ja, klar. Das ist Jessica aus der Schule. Aber na klar. Verdammt, ich kann hier nicht rüber. Boah, Spiel, du kleine Drecksau. Alter. Deswegen auch der Baum. Ich wollte nämlich hier vorne drüber, wollte direkt da hingehen. Nix da. Nix da. Alter. That has to be the chapel. Was ist das denn? Ach so, das ist die Pflanze hier. Ich dachte gerade schon. Ich kann hier aber, wie riesig die Karte einfach ist, ne? Man überall wirklich hingucken kann, ist schon krass. Aber ich sehe keine Leute. Was aber nichts heißen muss, denn naja. Oh Gott, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaube hier runter, ne? So, da ist die Kapelle. Das heißt, ja. Wo bin ich? Hier? Was ist hier? Okay, alles klar. Wie gerne würde ich einfach so eine Taschenlampe nehmen. Die ist bestimmt nicht so energiefressend wie jetzt hier meine Kamera. Allerdings, dass ich hier irgendwo runterspringe oder runterfallen könnte die ganze Zeit. Okay, da vorne geht's rein. Ich hänge hier. Wo hänge ich denn hier? Okay. Da geht's nicht durch. Ich folge einfach mal dem Licht. Wird schon richtig sein. Also Ton haben wir keinen. Ich habe extra mal Ton angelassen. Also von der Kamera der Ton. Okay, es kam nicht von draußen, wenn dann irgendwo von vorne. Okay, ich komme hier nicht durch. Kann ich irgendwo nach oben klettern vielleicht? Hier irgendwo hin? Hä, wo soll ich denn hier? Muss doch hier irgendwo hin können. Hä? Kann ich vielleicht... Ah, unten her. Okay, alles klar.
Schöne rote Kerzen. Kartoffeln, sehr verdächtig. Oh, ich bin schon wieder so angespannt gerade. Es ist. Ah. Okay, da ist wieder was zu lesen. 9. März. Noch mehr tote Kinder. Noss sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämonen gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Noss sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts außer der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben, von Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein, doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Ich weiß ja nicht, was die hier für Drogen nehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwas mit irgendwas Übernatürlichem zu tun hat. Also noch nicht. Bei Fallout 1 war das ja auch mehr oder weniger mehr Wissenschaft als, naja, wirklich übernatürliche Sachen. Ich meine, es hat sich daraus ergeben, aber eigentlich war es rein aus der Forschung heraus, diese Geistergeschichte. Ach du Scheiße, ja. Ich habe jetzt schon keine Lust. Aber ich will auch nicht so viel spoilern für die, die natürlich jetzt Fallout 1 noch nicht kennen. Der steht doch auf, das sehe ich doch schon. Der steht doch gleich auf. Der steht doch gleich hundertprozentig auf und sagt Hallo. Ich gehe erstmal nach oben. Ich kann hier das Regal auf Seite schieben, so wie es aussieht. Da ist noch was zu lesen. Okay, wir lesen erstmal. Sullivan, Papa Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes, dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren von dir, von uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes? Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen. Denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Val oder Val? Ich weiß es nicht. Ah. Na toll. Ist natürlich zu. Unten war noch eine Tür, ne? Ich weiß nicht, ob ich nochmal runtergehen soll. Hier könnten wir uns drin verstecken. Oh Mann. Hier war doch hier die Tür noch. Ach, das ist keine. Okay. Das ist alles aber keine Tür. Die Tür hier war zu. Aber hier ist irgendwas. Ich gehe mal hier gerade. Ich schiebe mal ein bisschen. Schieb mal so weit, wie es geht. Ach, hier ist eine Tür. Oha, da unten geht es wieder zur Sache. Der hat es aber sehr eilig. Gerade sehr eilig gehabt. Habt ihr das gesehen? Entweder wollte der mal schnell wohin oder irgendwas ist passiert. Muss ich hier runter? Ich
Ich weiß nicht, ob ich das will, aber andererseits will ich auch nicht nochmal zu dem Typen da unten. Ich gehe einfach mal runter. Ach nee, da hängt einer. Ich dachte gerade, da wäre was. Okay, wir leben schon erstaunlich lange. Ich bin echt froh drum. Was? It's up there, isn't it? Ach, hier das Ding. Okay, ich dachte gerade, was meint denn der? Ja, das wird doch nicht funktionieren, Leute. Das wird doch nicht funktionieren. Wir leben nicht. Welche Überraschung. Okay. gibt es hier irgendwelche Drähte, denen ich folgen kann? Ich weiß nicht, wo das Ding seinen Strom herkriegt, aber das Kabel hört da irgendwie auf. Na, ist ja reizend. Und meine Batterien gehen schon wieder leer. Ja. Oh, großer Gott. Ist das nicht die Olle von vorhin? Ja, das ist dieselbe Laberei. Das ist die Olle, die wir eben oben gesehen haben. Die bei der kleinen Scheune gestanden hat. Ich sollte auch mal lesen, was da steht. Bewege dich vorwärts und nicht rückwärts. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und wer spielt hier Benjuri? Wieder nachladen. Ist hier irgendwo vielleicht noch ein paar Batterien oder so? Was ist das denn? Das sah gerade so verdächtig aus. Das ist natürlich blockiert, scheiße. Okay, ich muss nachladen, verdammt. Ich wollte mal ein bisschen sparsamer sein mit den Batterien. Der Pustekuchen. Kannst du voll vergessen. Okay, macht die mir was da unten? Ich hoffe nicht. Also wenn, muss ich irgendwo da oben hinlaufen und gucken, ob ich mich verstecken kann. Gott, wo geht's denn hier hin? Ich will hier gar nicht hin. Ich will einfach nur den Generator finden und dann... Was? Verstecken? Okay, im Waschbecken oder was? Nee, wahrscheinlich da runter, aber... Waschelt irgendwas? Oh, schön. Die Jauchegrube. Na toll, da sitzen die gerade zum Abendessen, oder was? Okay, der scheint über irgendwas nicht so erfreut zu sein. Horse to Satan. Schlampen zur... Oder Schlampen für Satan. Ja. Hallo. Tag, junger Mann. Oh Gott. Die sehen fast aus wie die von ja, Resident Evil 4, ne? Die, das ist schon so lange her. Die. Du bleibst aber da, ja? Wo kommst du jetzt raus? Oh, da ist Oma am Tisch verreckt anscheinend. Das Essen war nicht gut. Was labert der da? Kann ich das hören? Katzenaugen, ne? Guck mal. Naja, nicht ganz. Kann jemand Lippen lesen? Also ich nicht. Boah, es ist gruselig einfach. Ist das einfach mega gruselig, diese Typen hier. So, was mit dir? Boah! Alter, was? Was hat die für gruselige Augen? Großmutter, warum hast du so leuchtende Augen? Vor allem... Leuchten? Nicht leuchten. Leuchten? Nicht leuchten. Leuchten? Nicht leuchten. Entschuldigung. Musste gerade mal sein. Was war das?